Wir erleben eine Krise, deren Ausgang das 21. Jahrhundert prägen kann, sagte der Bundespräsident auch heute in seiner Berliner Rede. Davon ist aber nicht nur Deutschland betroffen, sondern auch Länder wie zum Beispiel Polen oder Rumänien. Was geht Sie und mich das an, wenn diese Länder in der Krise stecken? Könnte man sagen. Antwort: Das geht uns eine ganze Menge an. Denn wenn ein Mitglied der EU Konkurs anmelden müsste, wäre das ein Schlag, der die Krise auch bei uns dramatisch verschärfen würde. Noch ist es nicht so weit, aber wir haben einen Blick in die Zukunft gewagt und die könnte so aussehen. In Budapest kam es heute zu Ausschreitungen, nachdem die Regierung die Gehälter ihrer Staatsbediensteten nicht auszahlen konnte. Der Versuch, eine neue Staatsanleihe aufzunehmen, war in den vergangenen Tagen gescheitert. Erstmals steht damit ein Mitglied der Europäischen Union vor dem Staatsbankrott. Noch ist das Fiktion, doch Experten warnen. Einer von ihnen, Professor Max Otte, der auch die Finanzkrise präzise vorhergesagt hatte. Trotz Rekordschulden hält er die Staatsfinanzen in Deutschland und anderen mitteleuropäischen Ländern noch für solide. Ganz anders in den osteuropäischen Staaten. Jeder weiß, dass diese Staaten am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehen. Sie müssen höhere Zinsen bezahlen, damit haben sie noch mehr Ausgaben. Das gibt so einen Teufelskreislauf. Und irgendwann kriegen sie entweder die Zinsen nicht mehr bezahlt oder die sonstigen Staatsausgaben, sprich ihre Beamten oder was sonst an Lasten zu tragen ist. Und dann muss dieses Land sagen, ich bin zahlungsunfähig. Damit droht ein Flächenbrand, der ganz Europa in eine neue Krise stürzen kann. Viele Banken und Versicherungen haben osteuropäische Staatsanleihen in ihren Depots und müssten mit neuen Milliardenausfällen rechnen. Mit unabsehbaren Folgen, vor allem für unsere südlichen Nachbarn. Dann heißt das, dass die Banken, die dort engagiert sind, und das sind vor allem österreichische und italienische, natürlich auch deutsche Banken, dass diese Banken massive Abschreibungen in den Bilanzen haben. Und dann haben wir das nächste Problem eben direkt vor der Haustür. Österreich natürlich noch viel stärker als wir. Das könnte dann sogar Österreich auch an den Rand der Zahlungsunfähigkeit bringen. Das Schreckgespenst Staatsbankrott wäre damit in der Eurozone angekommen. In Brüssel trafen sich die EU-Finanzminister, um über Hilfen für die vom Staatsbankrott bedrohten Euro-Länder zu beraten. Mehrere hundert Milliarden fordern insbesondere Österreich und Italien. Die mussten wegen der Osteuropa-Krise ihre Banken massiv stützen und stehen nun selbst kurz vor dem Bankrott. Und es gibt noch mehr gefährliche Krisenherde in Europa. Sie haben dann an der Südostflanke sozusagen am Ende Griechenland, wo ja die Wirtschaft schon immer nicht so ganz im Einklang mit der EU war. Und wenn sie weitergehen, haben wir natürlich in Spanien die Immobilienblase. Jetzt kippt das alles, jetzt ist der Immobilienboom weg, die Blase platzt. Ähnliches für Portugal, ähnliches für Irland, weil die mittlerweile ein Staatsdefizit von 11% der Wirtschaftsleistung haben. Also das wackelt da ganz extrem. Bis vor kurzem noch undenkbar. Der Hälfte aller EU-Länder droht mittelfristig ein Staatsbankrott. Ein Befund, den auch andere Experten bestätigen. Es zeigt sozusagen das Risikoprofil, das sich mit Blick auf die Verschuldungssituation zeigt und das sich auch aufgebaut hat, gerade jetzt im Grunde in der jüngsten Zeit. Staatsbankrott in der Eurozone? Die Folgen wären katastrophal. In Griechenland kam es nach der Bankrotterklärung wieder zu dramatischen Straßenschlachten. Nachdem mit Irland schon das zweite Land der Eurozone den Staatsbankrott erklären musste, stürzte der Euro innerhalb weniger Stunden auf ein neues Rekordtief. Auch Bankaktien brachen dramatisch ein. Daraufhin wurde an allen Börsen der Handel ausgesetzt. Schon heute ist klar, jahrelang haben die südlichen Länder über ihre Verhältnisse gelebt. Die Schulden stiegen, Reformen, Fehlanzeige. Die Finanzkrise bringt sie nun an den Abgrund. Finanzminister Peer Steinbrück weigert sich noch, diese Staaten mit deutschen Krediten zu stützen. Trotzdem, letzte Woche wurde auf dem EU-Gipfel beschlossen, den Hilfsfonds für notleidende Staaten auf 50 Milliarden Euro aufzustocken. Aber gerade Deutschland wird wohl noch viel mehr Finanzhilfe leisten müssen. So wie die Situation sich im Augenblick zeigt, wird Europa Solidarität zeigen müssen. Das heißt also, die stärkeren Volkswirtschaften werden in der einen oder anderen Form einen Beistand organisieren müssen.
Egal ob Bürgschaften oder direkte Kredite. Auch der Schuldenstand der finanzstarken Euro-Länder steigt dann auf neue Rekordwerte. Irgendjemand wird das bezahlen müssen. Und im Falle der Deflation, der Staatsbankrotts, bezahlen wir es eben alle, weil die Wirtschaftsleistung extrem einbrechen wird. Im Falle der Inflation bezahlen es die Rentner, Pensionäre, die Besitzer von Spareinkünften, die Leute, die privat vorgesorgt haben für die Altersvorsorge, die würden natürlich durch eine Inflation massiv getroffen. Selbst wenn Staatsbankrotte verhindert werden, droht Europa damit eine neue Zerreißprobe. In der EU kommt es zu heftigem Streit über den Umgang mit der Rekordverschuldung. Einige Länder fordern Sparmaßnahmen notfalls durch Sozialabbau. Aber vor allem die wirtschaftlich schwächeren Staaten drängen die Notenbank, höhere Inflation zuzulassen. Durch die Inflation würde schließlich auch der Wert der Schulden sinken, sodass sie auch ohne Sparmaßnahmen zurückgezahlt werden könnten. Weiter in die Zukunft zu schauen, trauen wir uns nicht.